Wird Gold auf 3000 Dollar steigen? Diese Frage werde ich in diesem Video beantworten anhand von COT-Daten. COT-Daten aus dem COT-Report, das sogenannte Commitment of Traders Report. Du als Rohstoffhändler oder Investor in Gold sollst du unbedingt diesen Report kennen. Und zwar, dieser Report wird gepostet von der amerikanischen Aufsichtsbehörde für Futures. Der Grund dafür ist die Transparenz. Und in diesem Report finden wir die Positionierung der großen Marktteilnehmer. Und anhand von deren Positionierung können wir die Prognosen für die Trends in Rohstoffmärkten ableiten. Also, wo findet man so einen Report? Die COT-Daten für Gold findet man auf der Seite insider-wik.com. So, dort geht man auf Tools, auf COT-Daten. Die COT-Daten gibt es für alle liquiden Rohstoffe und dort findet man auch Gold. Und wenn wir uns Gold anschauen auf dem Wochenchart, weil COT-Daten kommen einmal pro Woche, somit haben wir hier einen Wochenchart. Wir sehen einen aufsteigenden Wochenchart. Und was zeigen uns die COT-Daten? Wir sehen, dass die Commercials, sogenannte Hedge, in diesem Report extrem bearish sind. Und meistens ist das auch ein Zeichen für einen Trendwechsel. Doch es gibt eine besondere Situation, beziehungsweise so einen Trend hatten wir bereits in der Vergangenheit. Zwischen 2009 beziehungsweise 2010, 2011, wo wir einen starken Trend im Gold hatten und der Gold ist fast bis auf 2000 Dollar gestiegen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie sich dort die COT-Daten verhalten haben. 2009 im September hat Gold ein neues Allzeithoch gemacht. Es ging nach oben, dann korrigierte der Markt. Und schauen wir uns mal an, wie sich die COT-Daten verhalten haben bei diesem aufsteigenden Trend. Wir befinden uns aktuell im September. Schauen wir uns September an. Wir haben bei Gold, das schauen wir uns später nochmal an, Ende Juli, Anfang August einen aufsteigenden seasonellen Trend. Im September geht es dann runter und im Dezember geht es wieder runter. Hoch. Aktuell sehen wir aber, dass der Kurs dem fallenden saisonellen Trend nicht folgt. Das heißt, der Kurs ist stärker. Wie gesagt, das schauen wir uns später nochmal an. Aber hier ist wichtig zu verstehen, dass wir ähnliche Situationen hatten in 2009. Also im August ging der Kurs nach oben und im September, wo es eigentlich nach unten gehen sollte, stieg der Kurs weiter. Also trotz dem fallenden saisonellen Trend. Und hier unten im ersten Subchart sehen wir COT-Index und schauen wir uns mal an, wie der COT-Index sich in der Zeit verhalten hat. Der war in der Verkaufszone und das ist eine Besonderheit der COT-Daten. Wenn ein starker Trend entsteht, dann sehr oft der Nachteil davon, COT-Index bleibt in der Verkaufszone bei einem stark aufsteigenden Trend und erst eine Zeit später passen sich die COT-Daten an und liefern wieder Signal. Das heißt, das Kaufsignal nach COT-Daten kam erst im Februar 2010, also 9. Februar 2010. Nach der Korrektur des aufsteigenden Trends haben die COT-Daten aufgezeigt, dass der Trend sich fortsetzen wird. Das heißt, wir haben aktuell eine ähnliche Situation wie damals 2009. Wir haben einen aufsteigenden Trend und wir schauen uns nochmal die Saisonalität an. Dafür gehe ich auf die Tools, auf die Saisonalität. So, hier wähle ich Gold. So. Dann klicke ich auf diesen Knopf Kalkulieren und dann schauen wir uns mal an, hier die Saisonalität für 15 und 15 Jahren und auch aktuellen Kurs, das aktuelle Kursverhalten. So, wir sehen, rote Linie ist aktueller Kurs und die restlichen Linien sind 15 und 15 Jahre Saisonalität. Und wir sehen, dass wir hier eine stabile Saisonalität haben, sowohl bei 5 als bei 10 als auch bei 15 Jahren im Gold. So, und auch der Kurs folgt der Saisonalität dieses Jahr. Dann haben wir aber eine fallende Saisonalität im September. So, und die dauert an bis Ende September, Anfang Oktober stabilisieren sich die Kurse. Wir sehen 5 Jahre Saisonalität sogar steigend, 10 Jahre Saisonalität und 15 Jahre Saisonalität ist waagerecht, also seitwärts. So, und dann haben wir zum Ende des Jahres Saisonalität, steigende Saisonalität bei allen drei Saisonalitäten, 5, 10 und 15 Jahren. So, und wir sehen aktuell, dass der Kurs stärker ist als die Saisonalität und das Gleiche war auch in 2009, wo wir starke Anstiege hatten beim Gold oder wir starken Trend nach oben hatten, also ähnliche Situation, auch da stieg der Kurs im September bei fallender Saisonalität und somit ist das ein Zeichen für die Fortsetzung des Trends. Deswegen gehe ich davon aus, dass Gold
weiterhin steigen wird, auch wenn die Zu-T-Daten, wie wir aktuell gesehen haben, auf Verkaufen zeigen im Zu-T-Report. Dennoch wird Gold mit hoher Wahrscheinlichkeit steigen. Interessant wird, wenn wir eine Korrektur bekommen auf dem Wochenchart, dann wird es interessant, wie sich die Commercials, wie sich die Zu-T-Daten oder die Big Player im Zu-T-Report verhalten werden bei dieser Korrektur. Wenn sie sich anfangen, erneut zu hedgen, so, und wir bekommen ein Kaufsignal nach Zu-T-Daten, dann ist das ein sicheres Signal oder beziehungsweise ein sicheres Zeichen für die Trendfortsetzung. So, deswegen würde ich mich jetzt nicht durch die Verkaufssignale im Gold irritieren lassen. Wie gesagt, Trend hat Vorrang und bezogen auf den saisonellen Trend hat aktuelle Kurse sowieso relative Stärke, auch ein starkes Zeichen für weiter steigende Kurse. Bis Weihnachten haben wir auch nicht lange und da, wie gesagt, steigt wieder der saisonelle Trend. Also das heißt, der Kurs wird sich mit dem saisonellen Trend dort synchronisieren und wird weiterhin mit hoher Wahrscheinlichkeit steigen. Also wie gesagt, Trendfortsetzung höchstwahrscheinlich, wenn wir zwischen der Zeit eine Korrektur bekommen, dann muss man auf die Zu-T-Daten schauen und wenn wir dort ein Kaufsignal nach Zu-T-Daten bekommen, so das ist ein sehr starkes Signal oder sehr starkes Zeichen für die Trendfortsetzung im Goldmarkt. Wenn wir das alles zusammenfassen, dann steht die 3000 Marke nicht in weiter Ferne. Wenn du Zu-T-Daten für andere Rohstoffmärkte auswerten möchtest und auch die Saisonalität, findest du freie Tools, also die sind kostenfrei auf der Webseite InsiderWIG. Dort gibt es Zu-T-Daten, Saisonalität, auch wenn du Futures handelst, kannst du dort die Position berechnen oder Positionsgröße und die Risiken rausrechnen und auch wenn du ein Handelssystem hast, dort kannst du auch das mit Monte Carlo simulieren lassen. Also eine gute Webseite mit vielen nützlichen Tools für aktive Trader, Investoren und vor allem, wenn du Gold handelst oder in Gold investierst, auch für dich wichtig zu wissen, was die Big Player auf dem Markt oder im Markt machen. Mit Hilfe von Zu-T-Daten findest du das raus, aber selbst das muss man noch lesen können. Und ja, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, findest du auf der Webseite auch viele interessante Artikel und auch Videos zu diesem Thema. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und verabschiede mich bis zum nächsten Video. Dein Max Schulz.